So Leute, da sind wir wieder. Und zwar muss ich mal nachgucken, ob die Aufnahme läuft. Sie läuft, denn wenn ihr länger auf meinem Channel aktiv seid, dann wisst ihr, dass mir öfters die Aufnahme abgekackt ist, möchte ich mal sagen. Und ich gucke jetzt lieber zweimal nach, denn es bringt ja nichts, wenn ich dann level und dann auch, dann bin ich auf einmal Level 20 und der ganze Kram, den ich erzählt habe, ist für die Katz. Und das wollen wir ja nicht. Die Katze hat schon genug, schon fett genug. Irgendwann mache ich mal vielleicht auch ein Foto von ihr. Ist immer so scheu, das Ding. Nein, nicht das Ding, sondern, ey, ihr seid derjenige, der den Volker zurückgebracht hat. Yay, Erfahrung. Und Fans, kommt mit, Kinder. Wir gehen jetzt den Feuergeist attackieren und bringen ein paar Affen unterwegs um. Yeah, yeah. Ich habe Fans. Ich habe Fans. Hurra. So, die singenden Teiche. Ach Gott, hier war das. Yo, wenn wir da draufklicken, dann springen wir von einem Ding ins... Oh ja, genau so war's. Ich erinnere mich. Ach, das ist so geil, dieses Startgebiet. Das ist mitunter das Beste, was es gibt. Hey, du hast ein Bär auf dem Kopf. Das trägt man doch nicht. Ach nee, doch nicht. Das ist für die Haare. Oh. Ach, die sehen aus wie Lilly bei Hotz. Was machst du? Genießt du die Luft? Ja, ist schön hier, nicht? Bis zum nächsten Mal. Sieht so ein bisschen aus wie ich, wenn ich liege und schlafe. Hat der Kerl überhaupt Augen? Oder sind die einfach dazugewachsen? Naja. Berufsausbilder. Oh. Kauft etwas. Erzählt mir was über Sammelberufe. Nein, brauche ich nicht wissen. Ich weiß, dass ich... Weg, weg, weg. Wollen wir alles nicht. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Moment. Ich habe die besten Angebote. Ich wollte schon fast sagen, das ist die Stimme von Iroh gewesen. Ist er aber nicht. Wer es kennt, Avatar. What? Ich bin da... Ach, ja, stimmt. Ja, 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 ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wir dürfen da gar nicht rein. Wir müssen den hier machen. Wir sind der Kranich. Und jetzt müssten wir... Können wir die einsammeln jetzt? Können wir nicht. Oder? Ich will den Kram aber sammeln. Die singenden Teiche. Da bin ich doch, oder nicht? Nein, ich muss darüber. Verlassen bitte. Ich bin der Arsch und jetzt bin ich keiner mehr. Ah, lass mich raten, ich werde jetzt verwandelt, wenn ich da drauf. Flop. Jetzt bin ich ein Stinktier. Hi. Seid gegrüßt. Die Übungsglocke müssen wir läuten. Sag mir nur, wo die Übungsglocke ist. Da hinten soll sie sein. Ich bin ein Stinktier. Komm, wir cheaten uns jetzt mal hier an die Sachen ran. Können wir doch nicht. Ein bisschen cheaten? Ne, klappt nicht. Kann ich nicht an. Hier mal die Übungsglocke läuten. Nee. Da hinten ist die Übungsglocke. Wie kommen wir da hin? Jump. Jump. Ich muss näher heran. Jump. Wir haben sie geläutet, weil wir so imbar sind. Aus dem Weg, sonst prügel ich dich da runter. Wenn ich so ein exquisiter Kämpfer bin. Ich bin ein Frosch und da hinten werde ich bestimmt wieder zum Stinktier. Stinktier. Ein halb ersaufenes Stinktier. Nein. What? So. Hurra. Stinktier, Stinktier. Oh ja, den nimm. Eben aus der Entfernung looten.
Ich glaube, das können wir dann hier auch an den Seiten machen. Ja, Alter, mal auf mich zu verwandeln die ganze Zeit. Ich bin außer Reichweite. Ich bin klug. Ich nehme die einfach an der Seite. Haha, sowas können wir ein echter Panda, oder? Ich kann das jetzt nicht plündern. Doch, kannst du. Und weißt du, warum du das kannst? Weil du ein Pandare bist. Wie nennt sich das? Tränen. What the? Blöder Scheißkranich. Greifst du den armen Frosch an? Schäm dich, ich prügel dir gleich den Schnabel kaputt. Pass auf. Kannst du den sonst wohin biegen? Prügel dich! Au! Ey, du Fuck! Oh. Wehr dich, Junge! No! Was? Ich muss näher heran. Sei froh, dass ich gnädig bin und tierlieb. Als Panda. Sonst würde dich die gnadenlose Rache der Panda-Nation treffen. Meine Güte. Oh, da ist der Wassergeist. Einmal abgeben. Jetzt kriegen wir bestimmt irgendwas Schönes. Was braucht ihr? Auf Wiedersehen. Oder auch nicht. Wir müssen hier was tun. Besiegt die Mönche. Na, das machen wir. Das ist noch Vernichter-Mönch. Wir vernichten sie alle. What? Du hast meinen Platz eingenommen. Magst du es noch einmal auf meinen Platz zu gehen? Dann trete ich dich mit meinem imaginären Fuß. Geisterfuß. Pass auf, indem du dich anlegst. Zack. Oh. Ja. Füll die Geisterpfote, wie sie dich durchdringt. Tja. Tja. No chance, mein Freund. No chance. Ich bin ein toller Schüler. Ich schmeiß euch alle ins Wasser. Habt ihr euch verdient? Wieso seid ihr auf einmal so nett? Achso, ich kann gar keinen angreifen davon. Und einmal ins Wasser. Frosch mutieren und direkt zum. Alle besiegt, mein Freund. Alle. Und jetzt du? Einen alten Freund sollen wir finden. Das Schöne ist immer bei den Sachen, wir sollen ihn finden, aber wir wissen ja schon, wo er ist. Irgendwie stimmt da was nicht. Ja. Das ist ein Teicher des versunkenen Stinktiers. Was ist das hier für ein Teicher? Gar nichts. Erinnert mich so ein bisschen an Rammeiner. Finden wir auch die Teiche des versunkenen Mädchens? Kann ja sein. Ertrunkenen Mädchens, nicht versunken. Das habe ich jetzt, weil ich mir zu oft den Trailer von Jaina angeguckt habe. Warbringer. Eure Augen verraten, wow, dass ihr viel reicht. Oh ja, die Sonnenperle. Möget ihr eure Leidenschaften beherrschen. No! Jump! Was müssen wir da hinten machen? Oh ja, wir brauchen noch eine ganze Weile, bis wir diese Insel hier durch haben. Irgendwann kommt doch die Horde oder irgendwer kommt hier an auf der Insel. Und gefightet. Oh, eine Riesenmuschel unter Wasser. Brauchen wir die? Die Sonnenperle ergibt Sinn. Und ein ekliger Aal. Na, bewachst du die Sonnenperle? Noch näher heran. Feel it, mein Freund. Lässt da glatt die Schuppen fallen.
bin der Panda mit dem Loch in der Hose. Oh ja. Ups. Captain Panda. Ihr seid herzlichst willkommen. Immer mit der Ruhe. Das Leben sollte genossen werden. So sehe ich das auch. Übrigens hast du die gleiche Stimme wie ich, mein Freund. Oh, ein Wasserkneifer. Bestimmt. Wer bist du? Ein Stachelrochen. Nee. Ach, das ist immer noch fein Schee. Bist du der Kneifer? Stachelrochen. Wir müssen aber Wasserkneifer töten. Was sind denn Wasserkneifer? Ist das ein Wasserkneifer? Ein Weißfederkranich. Das ist auch nicht das Richtige. Bist du ein Wasserkneifer? Nein. Kann ich da drauf? Nee. What the hell? Jetzt mal mit der Wassertritt? Oh ja, jetzt. Ich bin außer Reichweite. Wahrscheinlich laufen die nur irgendwo am Rand lang. Kann das sein? Bist du ein Wasserkneifer? Na, fast. What? Du willst mehr als einen Schlag? Okay. Ah, da hinten geht's weiter. Ein Weißfederkranich. Oh, ich bin ein Weißfederkranich. Let's be. Das gefällt mir. Nee. Ich bin der Kranich. Lieferkarren wollen wir noch nicht. Sind denn die scheiß Wasserkneifer? Wo krieg ich die denn her? Es ist an der Zeit, die Zahl auszudünnen. Ja. Ich töte jetzt den einfach mal, vielleicht. Kommt ja dann an. Ich habe kein Ziel. Nö, kein Wasserkneifer. Ich finde die ja so mindestens genauso gefährlich. Aber. Wo ist der Wasserkneifer? Ist nicht der. Das ist eine Scheiße. Vielleicht sollte ich mal unterwegs Küchnern lernen. Ich töte ja sowieso so viele Wildtiere. Weg. Geh weg. Geh weg. Kerl, geh doch! Es sind keine Wasserkneifer da. What? Ach, das liegt an dem da. Dass da keine Wasserkneifer sind. Oder muss ich die irgendwie beschwören? Nehmen wir den mal mit. Wieso sind da keine Wasserkneifer? What? Ach so. Okay, die könnten dann auch da hinten sein. Oder ist es ein anderer davon? Der ist es nicht, dann muss das der da hinten sein. Keine Abkürzung. Wasserkneifer. Seid ihr hier? Lol. Wir sind ein. Irgendwas. Gefällt mir. Ah, wir sind springenden Teiche von versunkener Krokodil. Wasserkneifer. Gefällt mir. Sieht so ein bisschen aus wie beim Altenheim am Teich. Das ist auch alles für Viecher. Kein Scherz. Habe ich damals jemanden besucht? Da waren auch nur voller Wasserkneifer. Ich glaube, das sind jetzt die Wasserkneifer. Diese Wasserkneifer sind das dann, ne? Total widerlich. Bestimmt Diener von Zitun hier. Ein Kirai. Ich
Downtime ist richtig hoch hier irgendwie. Can you feel it? You can. Oh mein Gott, ich hab kein Leben. Neben World of Warcraft. No. Jump. Ich werde mich nicht heilen. Ich bin ein starker Panda. Ich brauche sowas nicht. Oder doch. Wird mal Zeit für ein bisschen Zuckerrohr. Mal rein damit. Kann ich mal nehmen und kurz was zu trinken holen. Grundsätzlich aus natürlichem Anbau, muss ich sagen. Das sind Biobauern hier. Ah, Brain Freeze. Zu kalt. Ha. Ah. Okay, weiter geht's. Boah, ich trinke gerade so Apfelschorle. Super lecker. Bin ich irgendwie so ein Fan von. Ich glaube, wenn ich so ein Panda wäre, ich würde Apfelschorle trinken. Ein Apfelschorle trinkender Panda. Eure Augen verraten, dass ihr viel Wein. Und ja, das würde passen. Man könnte hier Apfelwein draus machen. Also aus Äpfel. Oh, der hätte jetzt auch irgendwie Durst drauf. Jump! Jump! Teich der Reflexion. Gelangt zum Teich hinüber. Oh, das Ding ist gar nicht fest. Wie mache ich das jetzt? Ah, ich muss die am Teich der Reflexion fallen lassen. Hier, mein Freund. Schuh, der Geist des Wassers. Wo bist du? Oh, ich habe euch herbeigerufen. Cool. Ach, da hinten ist er. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Schuh, der Geist des Wassers. Quest beenden. Annehmen. Oh, ich habe Käse. Beweglichkeit um 2 erhöht. Ich kann auf dem Wasser wandeln. Okay. Spielt mit dem Geist des Wassers. Wie mache ich denn das jetzt? Muss ich ihn anreden? Achso, ich muss auf die Dinger hüpfen, die er mir da. Hurra! Freu dich, mein Freund. Ich bin ein sehr geselliger Bär. Hui! Freu dich. Ey, du hast mein Ding jetzt weggenommen. Denk dran. Immer vorsichtig mit den Pandas spielen. Die sind bedrohte Tierart. Hooray! Warte mal, ich muss hier nochmal. Hurra! Ja, jetzt will ich nicht mehr. Reicht. Spaßig aus. Ja, willst du mitmachen? Und das sieht so aus, als hättet ihr einen. Dann aber bitte im Bikini, mindestens. Alle Antworten werden sich offenbaren. Oh, wir können mit dem Karren reisen. Kommst du dann mit? Kann ich dich in den Karren stecken? Muss ich da jetzt rein? Erstmal anziehen. Der Karren wartet auf der Straße. Zack. Irgendwie sieht es so ein bisschen aus wie Bud Spencer. Guck dir das mal an. Boah, ich muss das Fenster aufmachen. Das ist super.
echt der absolute Horror, auf dem Dachboden zu wohnen. Also im Dachboden. So, jetzt machen wir glücklich und wir können weitermachen. Das ist doch lächerlich. Boah. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Tatendrang ist die höchste Tugend, das merke ich mir. Hallo. Möge die Jadeschlange euch leiten. Ihr habt's auch mit der Jadeschlange. Ein Feld. Mal zu nichts. Ich brauche ein Ziel. Zu weit entfernt. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Zu weit entfernt. Ihr solltet lieber arbeiten, liebe Leute, sonst gibt es keine Ernte dieses Jahr. Boah, ich hasse diese Wärme. Das ist eine absolute Katastrophe. Was machen wir denn jetzt? Der Dailo-Bauernhof ist das hier. Und unser Geist pennt aus irgendeinem Grund. Schön, euch zu sehen. Oh, wir müssen Karotten sammeln, zu wissen. Haben wir eine neue Fähigkeit gekriegt? Wie Stufe haben wir denn? 7. Ab 8 kriegen wir Heilung. Habt ihr die gestohlenen Karotten? Irgendwie sieht das brutal aus. Das sieht mir nach einer dicken Karotte aus, oder? Stibitzter Kürbis. Na also, ernsthaft.
So, wo habt ihr Karotte? Wo ist Karotte? Oh, da hinten vielleicht? Kann ja auch da hinten sein. Na, das sieht doch mal nach Karotten aus, wobei das eher Rüben sind. Ach so. Okay. Letztes Feld. Scheint mir eine Plage zu sein. Hm. Wo wir die auch nur leben wollen. Das ist ja nicht gerade die größte Insel. So, wo kriege ich die Karotten her? Theoretisch hier. Sag mir nicht, ihr habt die irgendwo. Dann schlage ich euch. Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Wieso komme ich hier nicht raus? Okay. Ah, jetzt geht's mir besser. Schon Kopfschmerzen von der ganzen Hitze gekriegt. Jan Stahlhauch. Ach, Juden. Das hätte eher so zu so einem Wikinger gepasst. Jan Stahlhauch. Jau, Sommerszapf. Berichtet mir von euren Reisen. Keine Ahnung. So ein bisschen was mit Alkohol zu tun. Das Spiel ist doch gar nicht ab 18. Nicht so eilig. Im Grunde trinken die alle nur Apfelsaft. Zögert nicht, handelt. Bin ich mir ganz sicher. Schmeckt noch besser. Vor allem der, der lange, lange, lange reift. Auch Apfelwein genannt. So, wir wollen jetzt... müssen wieder laufen. Was sagt denn unsere Quest? Unsere Quest sagt... wir müssen Holzbretter sammeln. Haben wir auch nicht wirklich viel von hier. Hey, Regis! Alles klar, ne? Weiter. Gut Damage. Ich muss näher heran. Gott.
etwas anvisieren. Wir sammeln fröhlich Holzbretter, wie es sich für einen WoWler gehört. Na komm, noch zwei, dann sind wir durch. War durch. Perfekt. Was braucht ihr? Bis zum nächsten Mal. Wir verstehen uns. Die Stimme mag ich auch. Das ist die von Ragnar Lodbrok. Die mag ich. Willkommen. Wer es kennt von Vikings, schlagt den Gong. Hab ich gut gemacht. Gib mir Bunker. Zögert nicht, handelt. Hallo, kleiner Geist. Müssen wir hinterherlaufen? Mach ihn aus. Oh, jetzt ärgert er ihn. Sehr schön. Willkommen. So, wir sollten irgendwo verkaufen können. Alle folgen sie mir jetzt. Wollt ihr etwas kaufen? Nein, verkaufen. Genug davon. Hier sind wir fertig und der bringt uns jetzt mit High Speed. Sitzt da drauf so, yeah, ich bin hier. Euer schlimmster Albtraum. Seht mir. Ihr wisst, was ihr zu erwarten habt. Ist ein bisschen kleiner als der andere? Nee. Ach. Sah im ersten Moment so aus. Vielleicht auch nicht, kann ich nichts so sagen. Hurra! Steig auf, indem wir Karren fahren. Ich mal nach, hat er echt so ein kleines Auge oder sah das nur so aus? Na? Ne, sieht nur darauf aus, weil er auf dem Karren sitzt. Ups, wollen wir mal selber heilen. Haben wir ja schon 3 Geister von 4. Generell nicht wenig. Wo ihr wandelt,
Ihr seid mit den Geistern des Wassers und der Erde zurückgekehrt. Ihr macht einen alten Meister stolz. Scheinbar haben wir das Richtige getan. Hey, nach Morgenhauch geht's hier entlang. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Ich hoffe nicht, dass wir den ganzen Weg laufen müssen. Kein Karrenfahrer. Komischerweise erinnere ich mich jetzt auch an die Boss-Quests des Stabes. Ist doch nicht euer Ernst. Habe ich den Wagen verpasst? Nee. Ja, diese Knarzelfiecher hier. Stimmt, jetzt fahren wir einmal um die Insel herum. Und ich weiß ja schon, was das für eine Insel ist. Die höchste Tugend ist der Tatendrang. Sprecht. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Ja, den werde ich auch nochmal kennenlernen, den weißen Tiger. Berichtet mir von eurem Reisen. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal.